Hi Leute, hier ist David vom Service-Team. Heute starte ich zum dritten Mal beim Erbeskopf-Mountainbike-Marathon. Ich bin 2015 und 2017 schon mal hier gestartet und habe mir an dem zahnigen Höhenprofil mit über 3000 Höhenmeter die Zähne ausgebissen. Und heute will ich's wissen. Etwas mehr als ein Fünftel ist geschafft. Es läuft ziemlich gut, ich liege gut in der Zeit. Das ist für dieses Jahr das schnellste Tempo eines Mountainbike-Marathons. Trotzdem hänge ich, glaube ich, ein bisschen hinterher. Ein stark besetztes Feld. Scheiße. Spritzt die Dichtmilch aus meinem Reifen raus, es zischt. Ich 63 Kilometer und 1800 Höhenmeter. Das war so fies gerade hier, dieses 20-25% Stück. Danke. Boah, ich habe jetzt genau zwei Drittel. Etwas über 70 Kilometer, 5,5 Stunden, es ist 14.30 Uhr. Ich fühle mich so leer und ich hoffe echt, bei der nächsten Station irgendwie eine Cola zu bekommen. Das wäre die Rettung fürs Finale. Mit einem platten Reifen und ein paar Schraubennachjustierungen hat mich mein neues Scott Spark über den Erbeskopf-Marathon getragen. Es war wirklich ein knallhartes Rennen. Und zwischendurch, so bei Kilometer 60, 70, hatte ich einen richtigen Hänger und ich wusste nicht, ob ich es packen würde. Es war gerade auf einem Asphaltanstieg, wo ich dachte, meine Beine geben echt nichts mehr her. Aber insgesamt mit einer Pausenzeit von 1,5 Stunden, also immer wieder zwischendurch kurze Verpflegungsstopps, habe ich es nach 8 Stunden 20 doch ins Ziel geschafft mit den 3000 Höhenmetern und den 110 Kilometern und bin damit echt glücklich. Beim Mountainbike-Marathon ist für mich das Besondere, dass du durch die steilen Anstiege von 20-30% eigentlich von Anfang an quasi wie Nadelstiche immer am Limit fährst und wirklich jede einzelne Abfahrt oder technische Passage nutzen musst, um dich dabei gleichzeitig zu erholen, aber immer noch konzentriert zu bleiben.